Ja, seit einiger Zeit fällt mir verstärkt auf, dass es ständig Videos gibt von Geldanlegern. Es geht ständig irgendwie nicht nur um Gold, Silber und Platin, sondern um Aktien und was weiß ich, sogar Mission Money von Focus, glaube ich, ist sogar ein eigener Sender dafür. Also ich nenne es mal, ich werde es jetzt mal kurz schildern. Liebe Anleger sozusagen, Geld allein macht nicht glücklich. Das Ganze ist ein pathologischer Prozess sozusagen, der verständlich ist und den ich euch jetzt mal erläutern kann, wie es in der Evolution leider dazu kam, dass Menschen geldsüchtig und machtsüchtig werden und sozusagen ihr sozusagen, also ja, eure größte Glückseinschränkung, also gehen wir mal drauf ein, ist also, wenn wir ein gutes Land, eine gute Welt wären, ein gutes Gesellschaftssystem und gutes Wirtschaftssystem hätten, würdet ihr kerngesund 127 Jahre alt werden. Hättet 20 mal so viel Lebenslust und Lebensfreude und Lebensglück und wir würden wirtschaftlich es auch viel leichter haben, noch ein Wirtschaftswunder, also die zweiten Scientists for Future 2 sagen ja, dass durch ihre Reformen wir allein in Deutschland ein Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro jährlich haben würden und haben könnten. Also, wir wären also in jeder Hinsicht langlebiger, gesünder und glücklicher. Ja, also das heißt, das ist das, was uns entgeht, wenn wir allein bei der Geldsucht und Machtsucht bleiben. Jetzt die kurze Erläuterung: Woher kommt die Geldsucht? Wie kam es zur Entstehung der Geld- und Machtsucht? Ja, erklären wir das erstmal hier. Also, vor 400 bis 300.000 Jahren fand der Übergang vom Tausch zum Tauschhandel statt. Ja? Und da war der Übergang folgender, dass also jeder Händler, ja, also die Menschen haben gelebt in Kommunen, wahrscheinlich zwischen 60 und 120 Individuen. Haben in einer sogenannten Gruppenehe gelebt, höchstwahrscheinlich. Schaut euch mal die Videos über die Sozialstruktur der Bonobos an oder auch schaut euch die Forschungsergebnisse von Professor Franz de Waal an und so weiter. Also die Bonobos waren wahrscheinlich weniger pazifistisch, weniger hochentwickelt, sind wahrscheinlich weniger hochentwickelt. Wir hatten also quasi vor 400.000 Jahren ein viel, viel größeres Gehirn als die Bonobos, waren wahrscheinlich noch sozialer, noch kooperativer und noch pazifistischer als die Bonobos heute sind mit ihrem relativ kleinen Gehirn. Man kann so sagen, je kleiner das Gehirn, desto größer ist normalerweise die Gewaltbereitschaft. Also Gewalt ist einfach die primitive Lösung und Kooperation, Friedensverträge, pazifistisches Verhalten und supersoziales Verhalten ist die Lösung. Also manche denken ja zum Beispiel, Insekten wie Bienen oder Ameisen seien sozialer als der Mensch. Völliger Unfug. Der Mensch ist das sozialste Lebewesen. Er ist tatsächlich auf eine andere Weise die Krone der Schöpfung, hier mal das Bild anders zu benutzen, weil er einfach nur das kooperativste, pazifistischste und sozialste Tier aller Zeiten war, bis vor 400.000 bis 300.000 Jahren. Und dann wurde alles wieder umgedreht und jetzt ist er quasi, der Mensch von heute ist also das übelste Tier wieder geworden. Aber was hat ihn vom pazifistischen, sozialsten und ich muss noch erläutern, sozusagen Ameisen und Bienen sind eher so zu verstehen. Denkt euch die Ameisen und Bienen die haben eine andere Genetik als Menschen. Denkt sie euch wie eine riesige Amöbe, so ein Ameisenvolk.
Nur dass das jetzt in dem und in der Amöbe laufen ja sozusagen Ströme an Flüssen, an inneren Teilen der Amöbe, wandern durch die Amöbe und so weiter. Und das sind die Ameisenströme. Die Ameisen sind also eigentlich mehr, die einzelne Ameise ist der Zelle eines Organismus oder einer Einzelzelle einer Amöbe oder einem Unterteil einer Amöbe sozusagen ähnlicher als einem Tier. Also das heißt, die sind so eher so wie die Zellen in unserem Körper, die in der Blutbahn zum Beispiel mitschwimmen. Das sind die einzelnen Ameisen. Man spricht deswegen in der Forschung auch von dem Ameisenstaat als einem Superorganismus, also im Wesentlichen als einem Organismus. In Wirklichkeit ist es so ein Zwischending. Aber am besten verstehen wir die Bienenvölker und die Ameisenvölker als einzelne Tiere, die einfach nur keine Haut um sich herum haben, sondern ein hautloser Organismus sozusagen. Und das ist klar, auch innerhalb unseres Körpers sind natürlich die Zellen immer supersozial und hypersozial und hyperkooperativ und so weiter. Also, aber ansonsten, wenn wir also die Bienen und die Ameisen und so weiter als Sondersuperorganismen mal rausnehmen, die also mit uns nicht vergleichbar sind, unter den normalen Tieren und besonders den Säugetieren ist der Mensch tatsächlich die Krone der Schöpfung gewesen. Er war bis vor 400 bis 300.000 Jahren das sozialste, kooperativste und pazifistischste Tier der Erde. Ja? Und was ist passiert? Wie wurde das wieder zerstört? Denn wir sind ja jetzt wieder die Geißel der Erde sozusagen. Wir sind ja das Horrortier wieder geworden. Wie wurden wir zum Horrortier, das dann auch noch geld- und machtsüchtig wurde und dann auch viele dieser Anleger eben denken, dass Geld allein glücklich machen würde? Ja, also hier hatten wir einen Händler und der sagte, hier euer Kommunenleben und so weiter, dass ihr so viel schmust und so viel Körperkontakt habt und so weiter, ganz toll, weiter so und so weiter, ja, und der verkauft nicht viel, der verkauft vielleicht mal ab und zu eine kleine Steinaxt und sozusagen, damit die Leute die Gemüse besser aus dem Boden ausbuddeln können oder sonst wie, ja? Der macht keinen großen Umsatz. Aber dieser Händler, und errare humanum est, es gibt in der Evolution immer Menschen, die sich irren. Also wenn ich mir das heutige Internet anschaue, dann wirkt es auf mich wie ein Irrenhaus, also ein Haus von Menschen, die sich irren und völlig abstruse, antiwissenschaftliche, antinaturwissenschaftliche Ideologien und Philosophien entwickeln, dass es einem grausen mag, die ganze esoterische, spirituelle Spinnerei und so weiter, all dieser ganze Müll, was Menschen sind unheimlich kreativ darin, sich zu irren. Ja, also die ganze Welt ist mittlerweile ein Irrenhaus von antinaturwissenschaftlichen, unwahren, antiwahrheitsorientierten Ideologen und so weiter. Und also Menschen irren sich ständig, ja. Und dass dann auch einer der Händler sich mal irrt und dann wirklich sozusagen denkt so, ja, aber euer Schmusen da in der Kommune, das ist ja ganz schrecklich, das ist ja eklig, das ist ja widerwärtig, das ist ja unkeusch, das ist ja unschicklich, ach, lass das doch und so weiter. Also so eine Art Philosophie entwickelt, das ist doch ganz klar, ja, das ist doch selbstverständlich, dass sich auch mal irgendwann solch eine wahnwitzige Irrtumsphilosophie entwickelt, die quasi sozusagen den Menschen Angst macht vor ihrer eigenen Lebensweise und zur Selbstunterdrückung der Sexualität kommt. Wir haben ja, also gucken wir uns an, die ganze Welt, manche Menschen laufen voll verschleiert, um Sexualität zu unterdrücken, manche Menschen also tragen eine Burka, so nur noch ein Spalt der Augen darf sichtbar sein, damit keine Erregung zur Sexualität hingeschehe und so weiter. Also wir haben, also die ganze Welt ist voll
von Irrtümern, die Lebenslust und die größte Lustquelle der Menschheit unterdrücken, sozusagen, ja. Und dass irgendwie die Händler eben irgendwann diese wahnwitzigen Ideen entwickelt haben, ist einfach nur menschlich. Das Irren ist menschlich. Errare humanum est, ja. Und jetzt dieser Händler, jetzt müssen wir angucken, wie sind die Erfolgsaussichten eines solchen Händlers mit solch einem wahnsinnigen, irrigen Gedankensystem, mit einem solchen gewinnbringenden Irrtum oder mit einem solchen gewinnbringenden Irrtumsmemplex sozusagen. Wie verläuft danach die Evolution? Ja? Also das ist jetzt, wir sind jetzt in der Zeit von vor 300 bis 400.000 Jahren. Irgendwann kam es zu dieser Situation. Und dieser Händler, die Leute, denen bleibt das Schmusen im Halse stecken. Die kriegen Angst vor, die kriegen Angst, dass sie irgendwie schlecht sein und unschicklich und eklig und widerlich sein und so weiter und fangen an, ganz behutsam ihre Sexualität, ihr Liebesleben in der Kommune, ihre Lebenslüste, ihr Partyleben mit primitiver Form von Musik, Singen und Tanz und so weiter, ihre Lebenslust zu einzuschränken und zu unterdrücken. Und was machen sie stattdessen? Sie werden konsumsüchtig, sie werden kaufsüchtig, sie kaufen diesem Händler hier ganz viel ab, während diesem, der ja solche Geschichten nicht verbreitet sozusagen, dem kaufen sie ja ganz wenig ab und er kann also ganz wenig sein kleiner Bauchladen oder Kramladen oder die paar Helfer, mit denen er von Kommune zu Kommune zieht, ja, die können, dass der ganze Laden ist, kann nicht attraktiv gestaltet werden, während der hier so viel Tauschprodukte einheimst, dass er also sozusagen so viel Helfer bezahlen kann, dass das alles ganz schick gestaltet und gestylt wird. Und wir wissen heute ja, dass die Menschen auf alles, was schön aussieht, reinfallen und alles, was glitzert, abfahren und so weiter. Ja, und der macht also ein riesen Werbeprimborium, sodass die Leute dem hier nichts mehr abkaufen, obwohl der eigentlich für sie der gute Händler wäre. Aber sie fallen eben voll auf das Geglitzer dieses Händlers rein, sozusagen. Der kann ganz viele hier, zwei Kinder und dann dieses Kind, drei Kinder. Der kann also quasi eine ganze Dynastie sozusagen begründen, weil er auch eben sein ganzes Handelstreiben auf diesem und vielen anderen Irrtumsmemen sozusagen beruht. Jedes Mal, wenn ein solches Irrtums, ein gewinnbringender Irrtum auftaucht, wie hier der, dass dieses liebevolle Leben in der Gruppe doch unschicklich sei, dass dann sozusagen, und mit der Zeit häufen sich natürlich in den Handelsdynastien solche Irrtumsgebilde an. Anderes Irrtumsgebilde ist wie zum Beispiel Streckmittel wie Zucker und Salz sind völlig gesundheitlich unbedenklich. In Wirklichkeit töten uns diese Streckmittel und vergiften uns, oder Konservierungsstoffe seien harmlos, Farbstoffe seien harmlos. Also ein Irrtumsmeme, oder es gibt ja auch das Irrtumsmeme, süße Säfte seien gesund. In Wirklichkeit sind die so, als würden wir uns Zuckerbomben reinziehen und so weiter. Also und dieser Händler, der verkauft uns nur superreife, herrliche, naturbelassene Früchte und Gemüse, die also nicht gesundheitsschädlich sind, aber der macht einfach nicht genügend Umsatz, weil der hier, dessen Produkte sind billiger herstellbar, er kann mehr aufwenden für Werbung und für Blendung und für Beeindruckung und Manipulation. Und der kann seine Irrtumsgedanken mehr in die Bevölkerung ausbreiten und so weiter. Seine Dynastie, die ganze Dynastie macht Gehirnwäsche mit der Bevölkerung. So, und jetzt passiert Folgendes. In den Gruppen fühlen sich die Männer, aber auch natürlich die Frauen, aber auch die Männer nicht mehr geliebt. Ja, das ist überall, alle unterdrücken ihr Liebesleben, alle vermeiden das Schmusen, alle vermeiden den Körperkontakt, alle vermeiden die Sexualität,
es wird dann irgendwie, kommt jetzt die Irrtumsgeschichte auf, dann, also das, dann wird das ganze Liebesleben reduziert auf eine Monogamie oder auf jeden Fall auf ganz kleine Gruppen, die dem Abwechslungsbedürfnis der menschlichen Natur und der menschlichen Gene gar nicht gerecht werden. Also die Sexualität wird wie in so einen goldenen Käfig eingekastelt und eingeschränkt. Ja, und dadurch sozusagen fangen jetzt an, die Männer der Gruppe fangen jetzt an, damals war es natürlich noch keine Geldscheine, ja, aber sozusagen Güter anzuhäufen. Das heißt, sie werden akkumulations- oder anhäufungssüchtig und verlagern, also sozusagen nach dem Motto, warum soll ich den Frauen und Kindern in der Gruppe alles schenken, wenn ich nicht mehr geliebt werde in der Gruppe? Ich spalte mich von der Gruppe ab, wir ziehen als Männerbünde, machen wir unser eigenes Ding und machen hier häufen Güter an erst einmal, später dann Geld an, ja, und werden einfach zu den neuen Milliardärskönigen, so nenne ich sie ja. Also wir von den über 2000 Milliardären der Erde spreche ich ja immer von den 200 den reichsten 200 Milliardären der Erde als den großen Milliardärskönigen, die die gesamten Geschicke der Welt lenken, weil sie sich jede Meinung alles kaufen können, alles beeinflussen können und so weiter. Und dadurch entstanden also dann auch diese Anleger, die also versuchen, kleine Milliardärskönige zu werden. Also dieses Geld allein macht glücklich, ist daraus resultiert. Also wir haben unser wahres Glück, wir leben also, wir haben durch diese gewinnbringenden Irrtümer sind wir so durchmanipuliert, dass wir unsere eigene lustvollste genetische, natürliche Lebensweise in uns verurteilen, aburteilen und so zuverlässig unterdrückt haben, dass wir sagen, wir haben gar keine Bedürfnisse mehr in diese Richtung. Wir wollen das alles nicht mehr. Wir sind total zufrieden, dass wir einen Partner haben, mit dem wir dann gemeinsam esssüchtig werden, konsumsüchtig, zigarettensüchtig, alkoholsüchtig sein können, konsumsüchtig. Das reicht uns. Das ist unser wahres Lebensglück. Damit haben sich die Menschen abgefunden. Ja? Und dann haben sie sich damit abgefunden, dass sie eben dann sozusagen als neues Spiel, also versuchen, Gelder zu akkumulieren. So, Geld allein macht glücklich, Konsum und Geld machen glücklich. Dabei machen sie auch nebenbei auch noch die Erde kaputt, weil wir durch den Überkonsum natürlich alles zerstören. Übrigens entstand dadurch auch die Überbevölkerung, denn die ist ja auch ein Riesenproblem. Schauen wir es uns nochmal an. Die Überbevölkerung ein Schluck Wasser. Die Überbevölkerung, ja, also was passiert, wenn jetzt die Mütter in den Gruppen, weil dieser ja seine Irrtumsmemplexe verbreitet, seine gewinnbringenden Irrtümer, dass dieser ganze Körperkontakt schlecht ist. Es ging ja schon mal so weit, dass also es Epochen gab, wo die Frauen also quasi überhaupt keinen nackten Körperkontakt mehr mit den Babys hatten, weil das ja unschicklich war und nicht in Mode war und so weiter. Ja, und das führt dann dazu, dass das natürliche Signal, es ist ein Baby da, bitte Körper bitte auf Empfängnisverhütung schalten. Dieser natürliche Prozess hat dann nicht mehr funktionierte nicht mehr. Also das heißt, also die Menschen bekamen jetzt plötzlich jedes Jahr ein Kind, waren also ständig empfängnisbereit, weil der intensive, jahrelange Zärtlichkeits- und Stillkontakt zwischen Mutter und Kind in irgendwie wenigstens zu so viel Prozente reduziert worden war, dass es ausreichte, um den natürlichen Empfängnisverhütungsaspekt zu verhindern,
sodass dann also die natürliche Empfängnisverhütung nicht mehr funktionierte und wir deswegen dann ein Kind bekamen. Natürlich kam der Händler später und sagte dann, also die Händlerdynastien hier, die modernen Händler, kamen dann natürlich und sagten, ja, ich verkaufe euch jetzt halt Verhütungsmittel. Ne? In Wirklichkeit wussten also die Frauen in der Gruppe, hatten einmal die körperliche Empfängnisverhütung, die die Überbevölkerung zuverlässig verhinderte. Übrigens, alle großen Säugetiere haben eigentlich diese Tendenz zur zuverlässigen Empfängnisverhütung und zur Überbevölkerungsverhütung. Eben nur wir Menschen nicht mehr, weil wir ja eben denaturiert leben. Also eigentlich entgegen unserer Natur leben in jeder Hinsicht. Weil das ja die Händler sozusagen, dadurch, dass sie uns denaturiert haben, wurden wir ja kauf- und konsumsüchtig gegenüber ihren Produkten, wo natürlich dann davon diese Händler sich ausbreiten konnten. Also die Irrtumstragenden und Irrtümerverbreitenden und Irrtumsmultiplizierenden Händler haben sich ausgebreitet und überlebt und die Wahrheitsmeme tragenden Händler sind ausgestorben, ja? die uns also nicht manipulieren und so weiter. Die sind immer ausgestorben, zu jeder Zeit der letzten 400.000 bis 300.000 Jahre der Evolutionsgeschichte. Ja, und das bedeutet also, die Gruppen, die naturbelassenen Gruppen, die Kommunen, hatten mehrere Mechanismen, wie sie zum Beispiel berichten Wissenschaftler von dem Volk der Aipo auf Neuguinea, dass die eben, wenn dann trotzdem mal eben durch den Einfluss des Tauschhandels, der ja auch bei den Aipo auf Neuguinea schon seine verheerenden Wirkungen entfaltet und sie auch schon kriegslüstern macht und so weiter, dadurch eben jetzt die Überbevölkerung, also die Geburtenrate immer noch zu hoch ist, dann haben die Frauen wenigstens noch den natürlichen Mechanismus, dann ein Kind, das also die Gruppe in eine ernährungsmäßige Gefahr bringen würde, lieber auszusetzen. Ja, und jetzt haben wir natürlich ganze Armeen von Medizinindustrien, die sagen, nein, jedes Kind ist ein guter Kunde und wir müssen neue Moralen schaffen, es geht ja schon so weit, dass es Leute gibt, die sagen, ja, jede Form der Abtreibung ist Mord und so weiter und die Aipo auf Neuguinea oder andere naturnähere Völker, die nur geringfügig vom Tauschhandel geschädigt sind sozusagen, die haben noch ganz natürlich die Möglichkeit, Menschen auszusetzen und Moses zum Beispiel in der Bibel, der schwamm auf dem Nil, der war also in einem Körbchen einfach auch ausgesetzt worden und so weiter. Weil das einfach ein Fenster war, also sozusagen der Körperkontakt zwischen Müttern und Kindern war die eine Empfängnisverhütungsstufe und die andere war die Aussetzung von die Gruppe gefährdenden, weil zu viele Esser bedeutenden Kindern und so weiter. Und das hat unsere gesamte Industrie natürlich unterdrückt, denn für die Medizinindustrie ist natürlich jedes Kind, das geboren wird oder gezeugt wird, eine mögliche Geldquelle und so weiter, wobei die Abtreibung dann auch wieder eine Geldquelle ist, also sozusagen, da gibt es natürlich dann konfligierende Interessen, aber im großen Ganzen hat unsere kranke Ethik dazu geführt, dass die Mütter, die ansonsten einfach selbst entschieden haben, ein Kind, das geboren ist, kann ich dem eine gute Zukunft bieten, kann das gut überleben oder gefährdet es auch unsere ganze Gruppe und so weiter. Und dann konnten die Mütter immer entscheiden, setzen sie das Kind aus schweren Herzens oder ließen sie es leben. Und diese Entscheidung hat man den Müttern weggenommen. Ja, diese Entscheidung hat man den Müttern weggenommen und dadurch hat man die Überbevölkerung erzwungen. Ja? Und die Überbevölkerung macht die ganze Erde kaputt. Das heißt also, wenn wir die Menschheit auf ein vernünftiges Maß vielleicht reduzieren oder wenigstens konstant halten wollen, müssen wir also irgendwie wieder alle natürlich leben, dann erledigt sich das vielleicht von selbst, weil dann durch den Körperkontakt zwischen Mutter und Kind sozusagen die Überbevölkerungstendenz abnimmt und die Mütter nur noch sehr wenige Kinder haben.
Oder eben, wir müssen das Analogon zum Aussetzen machen. Das Aussetzen ist natürlich nicht schön, das darf man natürlich nicht wiederherstellen, sondern da muss das Kind mit, was weiß ich, mit einer ganz behutsamen Morphiumspritze sozusagen, wenn die Mutter sich entschieden hat, dass das Kind und so weiter, dass das dann also natürlich ganz glücklich und sanft einschläft und so weiter. Also auf jeden Fall gibt es Wege, in der Natur Vorbilder für Wege dazu, wie man auf eine vernünftige Bevölkerungsgröße für die Menschheit herstellen kann und so weiter. Ja, aber zurück zu dem, also das heißt, liebe Anleger, liebe Geldsüchtige, liebe Geld- und Machtsüchtige, geliebte Milliardärskönige, also ich glaube, alle haben doch hoffentlich begriffen anhand unserer Videos, dass wir die Linksradikalen und die Rechtsradikalen total verurteilen und auch die Linksradikalen in ihrer Spinnerei total verurteilen, in ihrem Hass gegen andere Menschen, nämlich in ihrem Hass gegen reiche Menschen. Das ist ja sozusagen, ich vermute auch, dass der Bernie Sanders bei der US-Wahl auch zu diesen primitiven Linksradikalen gehört, die eigentlich nur einen Hass auf reiche und erfolgreiche Menschen haben. Nein, die zweiten Scientists for Future 2 sind total anders. Die lieben alle Menschen, die lieben also auch jeden einzelnen Milliardärskönig und wollen dem ein glücklicheres, längeres und viel gesünderes Leben ermöglichen. Ja? Also liebe Anleger, auch die zweiten Scientists for Future 2 lieben selbstverständlich auch euch. Und die wollen euch sozusagen hier sagen, hier statt Geld, das allein nicht glücklich macht, ja, alle diese Konsum, ihr könnt saufen, so viel ihr wollt, rauchen und so weiter, aber ihr werdet davon nur allen nur krank und unglücklich und ihr könnt Drogen kaufen, so viel ihr wollt, aber von allem werdet ihr nur krank und unglücklich und übergewichtig und hässlich und stinkend und so weiter, ja, alles macht uns krank und kaputt, ja. Ja, also das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel die ganze Wirtschaft umgelenkt wird, hier zum Beispiel ein Denkmodell wäre die Einführung einer Wohlfühlnotenwahlstimme gekoppelt mit meinen Gesundheitsdaten, das heißt, je gesünder, hier bezogen auf den Milliardärskönig, lieber Milliardärskönig, du wirst im Moment in deiner Gesundheit von mindestens 199 anderen Milliardärskönigen und deren Dynastien sozusagen, wirst du Handelsimperien und so weiter, wirst du geschädigt und wird dein gesamtes Leben zerstört und dir deine natürliche Lebensweise wird dir geraubt und vorenthalten. Du wirst also bestohlen von den 199 anderen und du bestiehlst mit deiner Ideologie, deines Handelsimperiums sozusagen, zerstörst du das Leben der anderen 199 Milliardärskönige. Also alle Milliardärskönige zerstören sich gegenseitig ihr Leben. Ja? Und das muss aufhören. Und das hört auf, wenn mit der Wohlfühlnotenwahlstimme, weil dann jeder von den 200 Milliardärskönigen nur noch dann Verdienstzuschläge kommt, die dann da die gesamte Wirtschaft lenken. Also die ganze Situation wird umgekehrt. Derjenige, der also sozusagen die früher hier, der gesagt hat, ja, lebt doch natürlich, schmust viel, knutscht viel, Mütter und Kinder, ständiger Körperkontakt, damit es zur Empfängnisverhütung kommt und damit keine Überbevölkerung entsteht. Der hier, der früher ausgestorben wird, der kommt, dann wird dann automatisch an diese Stelle gesetzt, ja, und der hat dann riesigen wirtschaftlichen Erfolg, weil ja sozusagen die Verdienstzuschläge zum Beispiel aus der Krankenversicherung nur noch für Gesundheitswirkung, Langlebigkeitswirkung und Glücksförderungswirkung, also die Wohlfühlnote,
Also quasi alle Verdienstzuschläge werden abhängig gemacht von meiner Wohlfühlnote und meinen Gesundheitsdaten und meiner Langlebigkeit. Also je näher ich 127 Lebensjahren komme, desto mehr Verdienstzuschläge gibt es. Ne? Oder für die Dauer dieser Jahre gibt es dann Verdienstzuschläge. Und derjenige, der so mit seiner Irrtumsgeschichte hier schmusen, Körperkontakt, intensives Stillen ist unschicklich, eklig, widerwärtig und unkeusch und so weiter. Ja, der Händler, der Kapitalist mit diesen Irrtumsmemen, der an solche Irrtumsmeme glaubt, der stirbt dann aus, dessen Linie stirbt aus und der muss seinen Laden zumachen und hat dann keine Werbemacht mehr und kann dann die Gesellschaft nicht mehr durchmanipulieren und beeinflussen. Dann plötzlich breiten sich sozusagen solche lustfreundlichen, solche lebensqualitätsfreundlichen, solche liebesfreundlichen Ideen in die Gesellschaft aus und die Ärzte verbreiten lauter solche Ideen von gesunden Kommunen und Mehrgenerationenkommunen und so weiter und versuchen quasi vielleicht das Vorbild der von vor 400.000 Jahren wieder zu imitieren sozusagen, die glücklichste Phase der Menschheit wieder zu imitieren und das auch noch gekoppelt mit moderner Technik und dann werden die Milliardärskönige tausendmal glücklicher sein und viel gesünder und viel länger leben, als sie heute leben und alle Anleger auch, also sozusagen und da werden sie sagen, ja, Geld allein macht mich glücklich, meine Kommune macht mich glücklich, ich liebe Menschen und ich liebe die Menschen meiner Kommune und denen schenke ich wieder alles, wir Männer schenken wieder alles den Frauen, was wollen wir mit dem Geld, geliebt sein fühlt sich tausendmal besser an, als ein Bart wie Dagobert Duck in Geldscheinen zu nehmen, ja, also das fühlt sich millionenmal besser an, von ganzem Herzen geliebt zu werden und die Kinder der Kommune, wie die uns anstrahlen und wie die uns dankbar sind für die Geschenke. Also verschenken die Milliardärskönige hier, unsere Milliardärskönige verschenken alle ihre Milliarden, alle ihre Geldscheine verschenken sie sozusagen, all diese Gelder verschenken sie an ihre Kommunenmitglieder, an die geliebten Mitglieder ihrer Gruppe und dadurch verteilt sich das Reichtum der Erde wieder auf alle Menschen sozusagen und die Schere zwischen Arm und Reich geht ganz behutsam zusammen, ganz ohne irgendwelche verrückten Enteignungsgewaltideen und Menschen umbringen, enteignen und wegnehmen und bestehlen und Eigentum beenden und so weiter. Alle solche verrückten Ideen sind völlig unnötig. Wenn man sozusagen die Ursache behebt, den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft beendet, das Teufelssystem, das also alles zerstört hat, beendet, dann schenken die Männer wieder alles den Frauen und Kindern und die verschenken das freiwillig, ja, einfach weil sie es möchten. Weil sie gerne es verschenken an ihre Geliebten, an ihre geliebten Menschen sozusagen. Ja, ja, wer schenkt nicht an seine potenziellen Kinder sein ganzes Vermögen? Niemand von den Milliardärskönigen wird das, wenn er dann mit 127 stirbt, wird irgendetwas mitnehmen wollen. Er wird das wird wissen wollen, dass seine geliebten Kommunenmitglieder alles bekommen, was er je hatte und so weiter. Und wird auch, und das wird sich verteilen auf alle Menschen wieder und so weiter. Ja? Und dann haben wir eine gesunde, glückliche Menschheit. Und jetzt zurück zu unseren verrückten Anlegern. Ja, also liebe Geldsüchtige, liebe Konsumsüchtige, liebe Anleger und liebe Geldmachsüchtige. Geld allein macht nicht glücklich. Das, was ich euch eben skizziert habe, ist unser aller einzige Glückschance. Ich habe mich mein ganzes Leben entschieden. Ich hätte mit meinen Durchschnittsnoten, also quasi von 1,1 an der Universität und so weiter, mir hätte die ganze Welt des Geldmachens offen gestanden. Hat mich gar nicht interessiert. Ich habe damals schon geahnt, so wie die vielen Professoren der zweiten Scientists for Future 2, die ja eben auch ahnen, dass am jetzigen System etwas Grundsätzliches nicht stimmt, dass dieses System nicht menschenfreundlich ist und dass das nicht der Weisheitsletzter Schluss ist.
dass wir also irgendwie einen grundsätzlichen Systemwandel herbeiführen müssen. Ja, so haben wir das alle geahnt. Die zweiten Scientists for Future 2 haben das auch geahnt und seit über 50 Jahren darüber nachgedacht, wie können wir sozusagen wieder eine menschenfreundliche, menschenförderliche, glückliche, langlebige, gesunde Gesellschaft werden und nicht eine Gesellschaft, wo lauter geldsüchtige und machtsüchtige, kranke Menschen sich auf das Leben einmal auf das Geld orientiert oder eben die andere Seite, die ja dann lauter Linksextreme und Rechtsextreme haben und die Linksextreme am liebsten unsere Fähigsten umbringen wollen, die heutigen Milliardärskönige, das muss ich vielleicht zum Schluss nochmal sagen, in diesen Urgruppen, in den Urkommunen, ja, in dieser urkommunistischen Lebensweise vor 400.000 Jahren, ja, als alles noch in Ordnung war sozusagen, gab es ja keine Milliardärskönige, sondern da gab es Gruppen von 60 bis 120 Individuen, die Kommunengröße, und gab es einfach nur sehr fähige Männer, mittelfähige Männer und weniger fähige Männer. Alle waren sie geliebt, aber die fähigsten Männer waren halt noch etwas geliebter als die anderen und noch etwas anerkannter in der Gruppe, hatten eine natürliche Autorität, waren die geschätzten Personen, weil sie die größten Mengen an Geschenken an die Frauen und Kinder geliefert haben. Man kann auch davon einer urmatriarchalen, urkommunistischen Lebensweise sprechen, ne? Und das hat uns glücklich gemacht, ja, uns Männer hat es glücklich gemacht, alles, was wir verdient haben, in der Natur gefunden haben, den Frauen und Kindern zu schenken. Die Bonobos reichen heute noch, Professor Franz de Waal hat das berichtet, nehmen die herrlichsten reifen Früchte derjenigen Bäume, die sie entdeckt haben, nehmen sozusagen deren Milliardärskönige, Vorläufer der Milliardärskönige, nehmen die reifsten und herrlichsten Früchte in die Hände und lassen sie sich von den Frauen und Kindern ihrer Kommune aus der Hand nehmen und beschenken so quasi die Frauen und Kinder ihrer Gruppe. Und da sieht man bei den Bonobos, was das wahre menschliche Leben ist, wahre Glückseligkeit, ja? Ja, also von daher, lasst uns von der Welt der Milliardärskönige und der Geld- und Machtsucht wieder zurückkommen zu einer Welt der liebevollen Kommunen, in denen ihr fähigen Menschen halt am meisten geliebt werde, die größte Wahrscheinlichkeit habt, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden und in der ihr eine Glückseligkeit erlebt, die tausendmal besser ist als all diese Bäder in Geldscheinen und in Drogen und Alkohol und Zigaretten und gekauften Frauen, die euch hassen und nicht lieben und so weiter. Lasst uns gemeinsam den Weg zur wahren Glückseligkeit geben, zum wahren Paradies, gemeinsam mit dem Know-how der zweiten Scientists for Future 2, geschrieben 2. Scientists for Future II, Unterabteilung vom The World's Council of Wise People beziehungsweise Weltrat der Weisen. Ja? Alles klar, ich hoffe, es ist euch deutlich geworden, diese ganze Anlegerspinnerei führt uns alle nur ins Unglück. Lassen wir diesen ganzen Quatsch. Tschüssi!